Personen aus Georgien sind mehrere Instanzen negativ ausgefallen. Und dann gab es eben das, was zu tun ist in so einem Fall, nämlich auch, dass das, was Recht ist, auch durchgesetzt wird. Nämlich dann kam es auch zur Abschiebung. Mhm. Ja, die Tina ist in Österreich, sie hat ein Schülervisum. Mhm. Das ist von der Behörde auch bestätigt worden. Und das ist so, wie es ist. Aber es gibt kein, und das steht nirgendwo im Gesetz oder ist rechtlich vorgesehen, eine Rückabwicklung dieses Abschiebevorgangs. Das ist entscheidend und wichtig. Nochmal, es gab in dieser Frage zwei behördliche Bescheide bzw. Urteile, auch vom Bundesverwaltungsgericht, die gesagt haben, hier gibt es kein Recht auf Asyl. Das heißt, Sie hätten in der Situation Tina genauso abgeschoben? Es ist Aufgabe der Behörden, zunächst Entscheidungen zu treffen und dann Aufgabe der Polizei, diese Dinge auch zur Umsetzung zu bringen. Mhm. Das war's und das wird auch in Zukunft so sein. Mhm. Gut, grundsätzlich kann man ja aus Fehlern lernen.